Kapitel 13. So lange gewartet. Hoch am Himmel, erhaben strahlend, standen die Sterne, kaum sichtbar durch die Baumkronen, doch durch eben jene doch zu sehen. Vorsichtig blickte Flamme sich um, der gerade noch nahe des Dorfrandes stand, nachdem er sich als erster durch das enge Loch gequetscht hatte und nun auf Absol warten musste, der als größtes Mon der Gruppe seine Probleme mit dem Nutzen des Geheimganges hatte. Jetzt hab dich nicht so! Du bist ein Sorok, du kannst einfach eine kleinere Gestalt annehmen! Muss ich aber nicht, ich hab's ja gleich. Das hoffe ich auch, wir müssen weg! Wie aufs Kommando rutschte Absol in seiner Gestalt des Seuchen endlich auf den laubigen Waldboden. So, dass Sol deutlich problemloser folgen konnte. Also, wo gehen wir lang? Lass uns erstmal auf schnellstem Weg aus dem Gebiet fliehen. Außerdem liegt in derselben nördlichen Richtung der größte Teil des Kontinents. Und ich möchte zumindest nochmal kurz an die Lichtung. Was ist eigentlich dein Problem? Wir können nicht unsere ganze Mission um deine Trübseligkeit drumherum planen. Aber meinetwegen, wenn es eher auf dem sinnvollen Weg liegt, dann laufen wir halt mal dran vorbei. Erst in der vorigen Nacht war Flamme zum ersten Mal diesem Pfad gefolgt. In einer Gegend voller Mysterium. Die bloße Natur, die Sterne durch die Baumwipfel. So viel mächtiger als an jedem anderen Ort. Würde nicht ihr alleiniger Glanz ein Ton der Niedertracht ausstrahlen? Wäre eine Wanderung wie diese wunderschön statt schwer bedrückend. Und doch hatte es etwas Erleichterndes, als das Trio endlich die Grenze übertrat. So wenig es faktisch doch bewirkte. Und doch war das Gefühl eines, als wäre der Feind nun hinter sich gelassen. Und was voranblieb, war nur der Weg und die Nostalgie im Rücken. Auf Sols Anfrage, aber auch die Logik der Reise hin, war der erste angesteuerte Ort, also die kleine Lichtung, auf der sich Sol nachts heimlich versteckt hatte. Alles wirkte hier wie immer. Nur Reste eines kleinen Lagerfeuers schmückten diesen Ort. Die Asche lange erkaltet. An diesem Ort schien Schwermut das Fukano noch einmal zu überfallen. Hier war es. Hier haben wir uns jeden Abend aufs Neue getroffen. Sie hat immer die Steine gesammelt, ich die Äste. Ich habe das Feuer angezündet und sie hat etwas zu essen mitgebracht. Anschließend konnten wir hier stundenlang sitzen. Jeden Tag aufs Neue, einfach im Gespräch vertieft. Und jedes Mal waren es Stunden. Und es hat sich nie auch nur angefühlt wie eine von ihnen. Flamme war kurz davor, einfach weiterzugehen. Diese Gefühlsduseligkeit nicht zu tolerieren und nicht abzuwarten. Allerdings traute er sich nicht, diesem Drang zu folgen. Er spürte selber einen Trübsinn, alleine durch den seines Bruders. Auch hatte Absol sich bereits zu dem Fukano gestellt. Anscheinend waren es gute Zeiten, wenn du schon nach Wochen solche Probleme hast, loszulassen. Natürlich waren sie das. Ich hab mich noch nie so verstanden gefühlt. Und jetzt renne ich weg, mitten in der Nacht und ich kann nicht einmal denken, dass ich es wirklich für sie tue. Weil diese Welt stirbt, wenn wir Erfolg haben. Die Pokémon dieser Welt verdienen den Tod doch ebenso wenig wie wir. Sie sind alle gute Pokémon, auch jene, die uns als Feinde behandeln. Ein eigenartiges Geräusch durchbrach die Stille, welche Sols Worte umgab und ließ die drei Reisenden aufschrecken. Erst in der Nacht zuvor hatte Sol so etwas erlebt.
Dort war es jedoch nur sein Bruder gewesen, was schlimm genug war, aber nach einigen rauen Worten geklärt werden konnte. Allerdings konnte es dieses Mal schwerlich Flamme sein. Also würde es wohl ein Mon aus dem Stamm sein. Ein Mon, das Ivy nichts davon berichten dürfte, was hier geschah. Und ein Mon, welches daran wohl auch kein Interesse hatte. Bleibt ruhig, ihr drei. Ich bin es nur. Gerade eben noch das Thema des Gespräches gewesen, trat Funkenherz nun aus dem Schatten hervor, was gerade Soll überrascht zurückließ. Aber Funkenherz, du bist hier? Ich dachte, mir wäre klar, dass wir uns heute nicht sehen können. Und wie viel hast du gehört? Genug, um dir zu sagen, dass du gefälligst weitermachst. Natürlich sind Omegons Verbrechen nicht unsere Schuld, aber wir sind trotzdem seine Waffen. Und ich weiß, dass wir uns heute nicht treffen können. Nicht wie sonst. Aber gleichzeitig, ich konnte auch nicht einfach im Dorf warten und zusehen. Nicht dann nach dem, was Ivy angedeutet hat. Ich wollte euch rausholen und bei der Flucht helfen, bis ich festgestellt habe, dass ihr bereits weg wart. Ihr habt Ivy auch nicht getraut, oder? Kein bisschen. Vom ersten Tag an nicht. Ihr liegt nichts am Frieden, da bin ich mir sicher. Es wollte ich bestimmt nur bei uns halten, damit ihr Groudon ja nicht vor ihr findet. Damit sie euch dann hintergehen kann, aber das darf sie nicht. Im Prinzip ist das genau, was wir auch vermutet haben. Deswegen sind wir aufgebrochen, um Groudon abzufangen. Wir müssen ihn schlicht vor Ivy finden. Dann reisen wir ab und sie wird uns nie wieder sehen müssen. Funkenherz zeigte starken Rückhalt. Nun, dass sie alleine so dem Trio gegenüberstand, welches für sie Feinde sein sollten. Aber das waren sie nicht. Für sie waren es zwei fremde, aber gute Pokémon. Und eines, welches ihr nahe stand. Ihr werdet wirklich gehen müssen, nicht? Ja. Es tut mir leid, aber wir haben keine Wahl. Wir können nicht bleiben. Wir haben eine Mission. Ich wünschte auch, dass wir noch etwas Zeit hätten, aber das können wir auch haben. Wenn ihr mich mitkommen lasst, bitte. Etwas perplex blickten Absol und Flamme einander an, während Soll völlig überrannt wirkte. Bitte lasst mich mit euch reisen. Ich verspreche, ich werde alles tun, um zu helfen. Wenige andere kennen Omega und seine Welten, gerade die Wurzelwelten, so gut wie ich. Außerdem habe ich Reiseerfahrung. Ihr wisst, was ich schon alles mitgemacht habe. Diese Reise ist meine Chance, endlich meinen Vater stolz zu machen. Und Darkrai, das hier ist das Abenteuer, auf das ich seit Jahren gewartet habe. Dir ist durchaus bewusst, dass du gerade sagst, dass du dich zur Feindin aller Mon, die du kennst, machen willst, oder? Zu Omegons Feindin. Das ist alles, was zählt. Schließlich hat er uns angelogen. Er hat uns einen Krieg kämpfen lassen, in dem nur er gewinnt. Und dafür mussten so viele sterben. Wegen seiner Gier, seinem Irrsinn. Ich habe mir immer geschworen, irgendwann so eine große Abenteurerin zu werden wie mein Vater. Und jetzt hätte ich die Chance, das Unrecht gegen unsere Familie zu begleichen. Aber wir kämpfen einen Krieg, der nahezu unmöglich wird. Unsere Reise könnte leicht eine ohne Wiederkehr werden. Und du müsstest dich deinen eigenen Freunden stellen, denn ich glaube nicht, dass wir die Wurzelwelt durchqueren könnten, ohne dabei auf die dortigen Helden zu treffen. Und genau deshalb braucht ihr Hilfe. Je mehr Pokémon auf eurer Seite stehen, desto besser. Und wenn meine Freunde nicht auf euch hören, vielleicht ja auf mich. Vielleicht sind sie zumindest bereit zuzuhören, wenn ich ihnen die Lage erkläre. Und wenn nicht, dann sind sie im Unrecht. Und in so einem Fall könnte ich gegen sie kämpfen. Weil ich selber weiß, ihnen ist selber die Gerechtigkeit wichtiger als alles andere. Und wenn sie selber gegen diese stehen, dann ist ihre Niederlage ihr Sieg. Soll sagt, dass diese Reise eine ohne Wiederkehr wird.
Und er hat recht. Funkenherz, wenn du uns begleitest, siehst du heute deine Familie an diesem Ort zum letzten Mal. Wenn wir scheitern, sterben wir. Und wenn wir siegen, dann werden wir selber im Zentrum des zerfallenden Weltenbaums stehen, wenn dieser endet. Vielleicht haben die Weltengeister dort einen Weg für uns, aber wenn nicht, müssen wir alle bereit sein, in den Tod zu rennen. Ein Sieg im Tod. Daran hatte Flamme bisher nicht einmal gedacht. Aber es stimmte. Sie konnten den Weltenbaum nicht zerstören, wenn sie nicht selber in seinem Zentrum standen. Sein Kampf für seine eigene Zukunft. War es ein ohnehin Verlorener? Endeten Sieg und Niederlage für ihn identisch? Nur andere Pokémon könnten leben, die sonst vergehen würden. Warum versucht ihr mich umzustimmen? Ich weiß genau, worauf ich mich hier einlasse und deswegen möchte ich reisen. Für Gerechtigkeit. Und für meinen Vater. Also bitte, lasst mich euch begleiten. Absol war der Erste, der eine Antwort gab. Jedoch keine, die ein Ja oder ein Nein bot. Wir müssen uns erst einmal von hier entfernen. Wir wissen nicht, ob unsere Flucht bereits entdeckt wurde. Wenn du kein Problem damit hast, würde ich sagen, dass unser Trio sich berät, während wir uns auf die Suche nach Groudon begeben. Dann macht es so, wenn es mir denn vielleicht eine Chance gibt. Richtung Norden sollte es gehen, doch nicht zu weit. An oberster Stelle stand immer das Wissen, dass Groudon sich zum Dorf der Evoli aufmachte. Somit erhöhte Ferne die Chance, ihn zu verpassen. Also dann, die geplante Lagebesprechung. Funkenherz hat anscheinend wirklich mit ganzem Willen vor, uns zu begleiten. Was denkt ihr? Ja, nein? Also, ich bin ja offensichtlich parteiisch. Aber irgendwie in beide Richtungen. Ich hätte sie liebend gerne dabei, aber gleichzeitig begibt sie sich in große Gefahr, wenn sie mitkommt. Das ist ein Argument. Weil sie nicht in geringster Gefahr ist, wenn sie nicht mitkommt. In Sicherheit bringst du kein Mon der Zeit. Leben ist lebensgefährlich. Gerade in diesen Zeiten. Wenn du so versuchst, mich zu überreden, heißt das etwa, dass du sie dabei haben willst? Das habe ich nie gesagt. Alles, was ich sagte, ist, dass wenn du schon Argumente sammeln willst, solltest du welche nehmen, die auch Sinn machen. Sol wirkte genervt, aber auch entschlossen. Nun, dass diese Worte gefallen waren. Wenn du dagegen bist, dann bist du selber schuld, dass du meine letzten Zweifel noch ausgeredet hast. Lass sie mitkommen, damit sie das Abenteuer bekommt, welches sie sich immer gewünscht hat. Und ich sie dabei begleiten kann. Und wie steht's bei dir, Absol? Was ist deine Meinung? Nun, ich will Sol ungern die Chance nehmen, jemanden in diesem Team zu haben, mit dem er sich wirklich versteht. Außerdem hat sie bisher wirklich geholfen, selbst wenn jeder Grund für sie nur einer von Misstrauen wäre. Sie hat Infos, wirkt ziemlich clever und vor allem, warum sollte ich jetzt hier gegen sowas sprechen, wenn ich am Anfang selber nur so in die Gruppe aufgenommen wurde? Das heißt, du bist überstimmt, Flamme. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Habe ich je gesagt, dass ich dagegen bin? Dafür? Nein. Aber dagegen auch nicht. Seht meine Stimme mal als Enthaltung. Sie gehört nun einmal eigentlich zu unseren größten Feinden und könnten wir wirklich sicher sein, dass sie ihre Freunde zum Umdenken bringen könnte und nicht andersrum. Aber gleichzeitig hat sie tatsächlich geholfen. Und ans Team denke ich ebenfalls. Ich sehe, dass sie uns definitiv stärken könnte. Oder zerbrechen. Deswegen stelle ich hier eine Bedingung. Wenn du deine Freundschaft mit ihr weiterführst, Sol, okay, das ist dein Ding. Was zwischen euch abgeht, ist euer Ding. Aber was ich nicht zulassen kann, ist, dass die Gruppe sich durch Funkenherzaufnahme zweiteilt. Nur weil du dich so gut mit ihr verstehst,
ändert das nichts daran, dass wir ein Team sind. Anders gesagt, sie darf mitkommen, aber wenn ihr zwei Abenteurer versucht, euch von Absolut mir abzukoppeln, dann geht sie. Natürlich, wir bleiben ein Team, das ist klar. Ich will sie auch nicht nur meinethalben dabei haben. Absol erkannte die Überraschung, aber auch den Enthusiasmus in den Worten klar und wirkte etwas amüsiert. Na dann, wo wir das jetzt so simpel klären konnten, ist ja alles entschieden. Komm, Sol, teil du ihr doch unsere Entscheidung mit. Ich denke, du bist für den Job am geeignetsten. Der Angesprochene wandte sich um, erblickte das Luxio, welches auf einige Distanz gefolgt war, in der Ferne. Funkenherz! Während das Trio auf die ehemalige Kapitänin wartete, kam diese schnell angelaufen. Was gibt's? Habt ihr euch geeinigt? Ja, das haben wir. Und zwar einstimmig. Du bist jetzt eine von uns. Die Augen des Luxio schienen zu strahlen. Wirklich? Ihr wollt mich dabei haben? Danke. Nun, wollen und einstimmig waren jetzt beide etwas beschönigt. Aber Flamme unterließ eine Korrektur. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen. Sie vielleicht nicht. Aber was ist mit uns?